Schön, dass du da bist. Ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen zu einer geführten Meditation online und live am Mittwoch, um einfach Unterstützung zu bekommen in dieser wilden Zeit und vielleicht auch ein paar Ängste loszulassen und deinen Fokus auf das zu legen, was dir gerade gut tut, was dich unterstützt und dich auch zu verbinden mit anderen, denen es genauso geht. Weil ich habe das Gefühl, dass gerade es eine so verrückte Zeit ist und nachdem ich jetzt nach Deutschland zurückgekommen bin, hatte ich erstmal eine Woche Angst. Also war wirklich gefangen in diesem Sumpf an Angst der Medien und was da verbreitet wird, bis ich mir dann bewusst gemacht habe, dass das wirklich einfach nur Angst ist und Angstmacherei. Also es sind Geschichten und Gefühle, die erzeugt werden. Und ich bin inzwischen super dankbar dafür, für das, was da passiert, weil es mir einfach zeigt, dass das eine riesige Chance ist für Transformation, für innere Transformation. Denn all das, was gerade hochkommt an Gefühlen, das ist sowieso schon in dir drin. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt die Gelegenheit ist, das wirklich gehen zu lassen, dass einfach noch viel mehr Raum in dir entsteht für Licht und für Liebe. Und ja, das ist jetzt etwa der 10. Take übrigens, den ich versuche aufzunehmen, weil zwischendurch einfach so viel Freude kam, dass ich ja, dass ich nicht weitersprechen konnte. Deswegen hoffe ich mal, dass ich bis zum Ende komme. Ja, warum ich das auch mache, ist, dass ich gestern bei einem Event war von dem Menschen, von dem ich mich gerade coachen lasse. Und er hat gesagt, er möchte gerne einen Domino-Effekt auslösen. Also einen Domino-Effekt von Goodness und Kindness und gegenseitigem Support. Das heißt, die Bedingung für das Event gestern war, entweder 15 € zu spenden mindestens an eine Hilfsorganisation oder etwas Gutes zu tun. Und ich habe mich für das Gute tun entschieden und dachte mir, es wäre super, das einfach, ja, diesen Domino-Effekt fortzusetzen und biete deswegen dieses Event an. Und wenn du dabei sein willst, dann mach bitte das Gleiche, das heißt, überleg dir vorher, bevor du dich anmeldest, ob du etwas spenden möchtest und wenn ja, wohin. Oder ob du irgendwas Positives in die Welt bringen möchtest. Irgendwas, was dir Spaß macht, wo du Freude hast und wovon andere Menschen was haben. Und dann, wenn du das hast, du brauchst mir nicht sagen was, dann melde dich an und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dann am Mittwochabend um 19 Uhr live sehen. Und es läuft dann einfach so ab, dass wir uns treffen, dass wir erstmal einen kleinen Check-in machen, dass ich dann eine Meditation anleite. Vielleicht rede ich auch gar nicht so viel, vielleicht ein bisschen mehr. Mal schauen, was sich ergibt, weil ich möchte auch einfach so den Raum kreieren, dass wir uns verbinden können. Wenn auch nicht auf physischer Ebene, weil gerade keine Workshops möglich sind, einfach online und einfach gemeinsam zusammensitzen und schauen, was ist gerade präsent, was braucht es gerade an Unterstützung. Und ja, nach der Meditation dann vielleicht noch eine kleine Frage- und Antwortrunde oder einfach eine Runde zum Teilen. Mal schauen, was da so passiert. Ha, geschafft. Ja, wenn du da dabei sein willst, schau einfach unten. Da ist der Link. Und dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns am Mittwoch sehen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Ja, schau vielleicht nicht zu viele Nachrichten. Das vielleicht noch als letzter Punkt. Ich schaue jetzt wirklich, dass ich nur einmal oder zweimal täglich in die Nachrichten schaue und dass ich das sehr stark reduziere, weil was da an Angst gerade erzeugt wird, das ist schon ziemlich enorm. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich das mache, ich komme dann zu nichts. Und auf der anderen Seite, wenn ich das reduziere, dann ja, gibt es gerade einfach so unglaublich viele Möglichkeiten, positive Sachen in dieser Welt zu bewegen. Auch dadurch, dass alles reduzierter ist, dass wir mehr Zeit haben, dass viele nicht mehr zur Arbeit gehen müssen, sondern von zu Hause arbeiten können, etc. etc. Deswegen lass uns die Chance nutzen, als einen Booster für die Menschheit in eine sehr, sehr positive Richtung. Und wenn du dabei sein magst, dann schau einfach unten und trag dich ein. Ganz, ganz liebe Grüße und bis Mittwoch.